Manche True-Crime-Geschichten sind so schockierend und schlimm, dass wir uns wundern, wie manche Menschen solche Monster sein können. Das hier ist eine dieser Geschichten. Am 27. März 2011 wurde die Leiche der 24-jährigen Vera Regal auf den Bahngleisen in Findlay, Ohio gefunden. Wir haben eine Meldung erhalten, dass gerade ein Zug angehalten hat, weil sich ein nackter Frauenkörper mitten auf den Gleisen befindet. Es scheint, als wäre sie tot. Die Todesursache sind scheinbar mehrere Stichwunden mit einem sehr stumpfen Messer. Ein Teil ihrer Kleidung wurde auf dem Weg zu den Bahngleisen hingefunden. Die Polizei glaubt, dass sie den brutalen Angriff überlebte, um dann Stunden später an ihrem Blutverlust zu sterben. Der Polizei bleibt kaum etwas anderes übrig, als Veras Leben zu überprüfen und nach Hinweisen zu suchen, wer ihr nach dem Leben trachten könnte. Aufgrund von jahrelangem Missbrauch durch ihren Vater hat Vera eine psychische Störung, die dazu führt, dass sie den Geist einer 10-Jährigen hat. Als sie 19 Jahre alt war, traf sie den 13-jährigen Zachary Brooks. Sie begann eine Beziehung mit ihm. Zacharys Mutter Sherry Brooks hieß Vera in ihrem Haus willkommen. Sherry war in der Stadt als Charles Manson bekannt, weil sie sehr gut darin war, Leute zu manipulieren und dazu zu bringen, Sachen zu tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Sie lebte in einem Haus mit ihren 4 Kindern. Zachary, Kevin, Gars und Chucky. Sherry hatte eigentlich 9 Kinder, doch der Staat nahm ihr eines nach dem anderen weg, wegen offensichtlichem sexuellen Missbrauch. Die 4 verbleibenden Kinder wuchsen als Gangmitglieder auf. Während sie bei Sherry lebten, sammelten sie jeweils ihre eigenen Strafregister an. Sherry war in einem Alter, in dem sie selber keine Kinder mehr bekommen konnte, aber sie wollte verzweifelt eine Tochter. Jedes Mal, als ihre Söhne Freundinnen mit nach Hause brachten, flehte sie sie an, ihr ein Enkelkind zu schenken. Dasselbe geschah mit Vera, die bald ihr erstes Kind zur Welt brachte, ein Mädchen namens Willie Dean. Nachdem das Mädchen auf der Welt war, erlaubten sie Vera nicht, eine Mutter zu sein. Stattdessen verbrachte sie ihre Tage damit zu kochen, zu putzen und Sherrys Füße zu reiben. Wenn sie versuchte, ihr Kind zu berühren, bekam sie Schläge. Jeder in Findlay wusste über Sherrys Horrorhaus Bescheid. Man wusste, dass es dreckig war und ohne laufendes Wasser. Die Familie benutzte Eimer anstatt einer Toilette. Man wusste, dass ein Schwein bei ihnen im Haus lebte. Auch wussten alle von dem Missbrauch, der dort geschah. Das Problem war, dass immer wenn die Polizei gerufen wurde, Vera gezwungen wurde, sie anzulügen. Als ihr Cousin Daniel Bixler aus dem Gefängnis entlassen wurde, ließ sie ihn auch bei sich einziehen. Mit ihm zog seine Freundin Nicole Peters ein. Und Nicole wollte unbedingt auch ein Tränentattoo wie ihr Freund. Als Sherry verstand, dass Daniel und Nicole die Lösung für Veras Problem wären, hackte sie mit ihnen einen Plan aus, um ihr das Leben zu nehmen. In den nächsten 4 Tagen musste Vera ohne Unterbrechung psychischen und sexuellen Missbrauch aushalten. Als die Familie fertig mit ihr war, führten Daniel und Nicole sie zu den Gleisen, wo sie ihr das Leben nahmen. Die Polizei kam schnell darauf, dass die Brooks-Familie etwas mit ihrem Tod zu tun hatte. Also begannen sie damit, Zachary, den Vater von Veras Kind, zu verhören. Ich will einen Anwalt. Sie wollen einen Anwalt? Okay, dann beenden wir das hier. Ich sage Ihnen etwas. Sie brauchen einen Anwalt, okay? Denn wir wissen noch nicht, was passiert ist. Wir müssen mit allen reden. Wir haben eine schriftliche Aussage. Und da werden noch andere Leute als Daniel und Nicole für bestraft werden, okay? Das sagen wir Ihnen gleich im Voraus, okay? Ihre Mutter unter Umständen auch. Okay? Ich denke, Sie wissen, wovon wir reden. Ich denke, niemand von Ihnen will etwas sagen, weil Sie einen Anwalt fordern. Deshalb würde ich Ihnen wärmstens raten, sobald Sie wieder im Gefängnis sind, sich besser einen Anwalt zu suchen. Denn wie ich schon sagte, jeder springt auf den Zug auf und Sie werden der Letzte im Zug sein. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Yo. Dann gut. Und wir machen hier keinen Spaß. Wir erfinden nichts. Okay? Holen Sie sich sofort Ihren Anwalt und dann reden Sie mit uns. Alles klar? Nachdem Zachary seinen Anwalt kontaktiert hat, begriff Zachary, dass seine beste Option ist, ehrlich zur Polizei zu sein. Begleitet von seinem Anwalt sitzt er wieder vor den Ermittlern. Ich kann mir denken, warum Sie mit uns reden wollen. Haben Sie eine Idee, warum wir reden wollen? Yo. Können Sie uns sagen, was an dem Tag ablief? Alles, was ich weiß, ist, dass Danny und Nicole die Mutter meines Babys schlugen. Und sie ließen sie eine Menge Kram essen. Sie musste Seife trinken und so. Shannon sagte Danny und Nicole, dass sie die Mutter meines Babys umbringen sollten. Weil sie ihr sagten, dass sie schwanger sei. Und Vera versprühte Pfefferspray, was auch immer das ist. Wir hatten nie Pfefferspray. Shannon sagte, dass Vera es sprüht und damit ihr ungeborenes Baby getötet hätte. Und sie wäre nicht mehr schwanger. Dann sagte sie, Danny und Nicole sollen sie töten.
Wo fand diese Unterhaltung statt? In meinem Haus. Okay, in welchem Zimmer? In Shannons Zimmer. In Shannons Zimmer. Hat es jemand anderes gehört? Nein. Okay. Was ist danach passiert? Sie sagten, dass es nachts weniger Zeugen gäbe und deshalb holten sie sie dann und taten es. Okay. Hörten Sie, wie sie redeten, während sie gingen oder sowas? Nein, ich ging weg, als ich das alles mitbekam. Ich ging, um mich zu betrinken. Okay. Ich glaube, wir sind nach Hause gekommen und haben Danny und Nicole im Haus gesehen und herausgefunden, dass sie verprügelt haben. Okay, sie haben eben gesagt, dass sie das gesehen haben. War das, als sie sahen, dass sie schlugen? Ja. Okay, und was haben sie genau gesehen? Nicole und Danny verprügelten die Mutter meines Babys. Okay, erklären Sie es genau, wenn Sie es gesehen haben. Sie schlugen und traten auf sie ein. Mit Fäusten? Ja. Beide? Yo. Und das war bei Ihnen zu Hause? Yo. Wo ging das ab? Im Wohnzimmer. War noch jemand dabei, als das passierte? Nein, meine Mutter war da, aber sie war im Bett. Hat sie sonst noch jemand geschlagen? Nein. Genau genommen, Shannon schon. Okay. Haben Sie auch ein paar Schläge verteilt? Nein, ich habe sie nie geschlagen. Sie haben sie nie geschlagen? Nein, ich schlage keine Frauen. Okay. Also sie schlugen und traten. Ja, wie oft schätzen Sie so grob? Keine Ahnung. Also Shannon kam aus dem Krankenhaus und dann begann das mit den beiden. Ja, da sagte sie, du hast mein Baby getötet und alles, was sonst noch in mir war. Okay, dann stand sie auf und schlug sie. Wie schlug sie? Sie schlug sie, also sie schlug sie mit Fäusten und holte einen Gürtel mit einem Koppelschloss und schlug ihr damit auf den Rücken. Shannon machte das? Yo. Also sah jeder, dass sie Vera verprügelte. Außer meine Mutter. Außer ihre Mutter? Ja, weil sie ihre Medikamente nahm und schlafen ging. Okay. Zachary sagt, dass das alles begann, als Shannon, die Frau von einem von Sherrys Söhnen, Daniel und Nicole, erzählte, sie hätte ihr ungeborenes Baby verloren, weil Vera mit Pfefferspray zu Hause rumsprühte. Der Rest der Familie hat es mitbekommen, außer zufälligerweise Sherry, weil sie angeblich schlief, als sie Vera schlugen. Nach dem Schlagen zogen Daniel und Nicole Vera aus dem Haus zu den Gleisen, dorthin, wo auch ihre Leiche gefunden wurde. Die Ermittler entschieden, dass sie als nächstes mit Shannon reden wollten. Aber Shannon wartete schon, um mit ihnen zu reden. Okay, was führt sie heute wieder her? Nun ja, ich habe einige Informationen bekommen, dass ich verhaftet werden soll. Okay, ich schätze wegen meines Interviews im Fernsehen mit General Elf News. Und viele verschiedene Leute sagen mir, dass ich derjenige bin, der dafür ins Gefängnis kommt. Und ich meine, ich bin hierher gekommen, um ihnen zu sagen, dass ich auf Facebook belästigt werde. Und ich werde als Mörder bezeichnet. Mir wurde gesagt, dass ich etwas damit zu tun habe. Ich wusste gar nichts davon. Ich wusste nicht, was sie vorhatten, als sie das Haus verließen. Wie ich schon zu allen anderen sagte, ich wollte sie aufhalten, aber da hielten sie mir ein Messer vor und sagten, wenn ich irgendwas sage, würden sie mich töten. Da glaubte ich ihnen noch nicht. Ich dachte, dass sie das nicht tun würden. Und wissen Sie, als sie dann zurückkamen, sagten sie mir, was sie alles taten. Ich wollte die Polizei rufen. Ich wollte so sehr den Anruf machen, aber Danny sagte mir, wenn ich den Hörer hochhebe, täte er dasselbe mit mir. Und ich hatte so riesige Angst. Und wie Sie sehen und wahrscheinlich erkennen können, habe ich immer noch Angst. Ich weinte den ganzen Tag. Und dann, ich meine, sind da Leute, die mir sagten, dass ich der Nächste bin, der Nächste wäre, der stirbt und sowas. Und deshalb habe ich so eine Angst und so. Und ich denke, Sie wissen, dass ich noch nie Ärger mit der Polizei hatte, oder? Sie können mein Strafregister ansehen. Ich bin noch nie aufgefallen. Und wissen Sie, das ist wirklich, wirklich sehr beängstigend. Und ich meine, was kann ich noch mehr tun, um Ihnen zu helfen? Also bin ich alles nochmal im Kopf durchgegangen. Alles, was Sie mir sagten und alles, was an dem Tag geschah. Und ich dachte auch über ein paar mehr Dinge nach, die Ihnen vielleicht helfen könnten. Okay? Und alles, was passierte, ich weiß nicht, ob Sherry es Ihnen schon sagte oder nicht. Ich hatte solche Angst. Ich saß neben Sherry auf dem Bett und konnte nicht atmen. Ich hatte wirklich solche Angst. Ich hatte wirklich eine Panikattacke. Ich zitterte am ganzen Leib. Und dann,
Shannon schildert in den nächsten Minuten detailreich den Horror, den Vera in Sherrys Haus ertragen musste. Aufgrund der YouTube-Richtlinien muss ich das meiste hier rauslassen. Nur so viel, stellt euch einfach das Schlimmste vor und multipliziert es mit 100. Was aber noch interessant ist, dass Shannons Geschichte anders als Zacharys ist. In ihrer Geschichte lag sie verängstigt neben Sherry auf dem Bett. Vera wimmerte und sagte noch irgendwas. Und dann kam Nicole wieder runter, lachend und grinsend. Und hatte ihre Hand so auf dem Gesicht und... Ich fragte sie, was ist passiert? Und sie sagte, das willst du nicht wissen. Und ich sagte, okay. Und dann kam Vera raus und ihre Haare waren nass. Und sie hielt sich ihr Gesicht zu und ihre Augen taten ihr weh. Und als Nicole aus dem Zimmer kam, fragte ich, was passiert sei. Dann sagte Vera, dass sie ihren Kopf, also dass Nicole ihren Kopf in die Toilette drückte und sie das Wasser trinken musste. Und ich ging zu Danny und griff ihn nicht, weil ich Angst vor ihm hatte. Ich ging hoch und klopfte ihm auf die Schulter und sagte ihm, er müsse jetzt aufhören. Sie zogen ihr Shirt hoch und ihr Rücken war, er war schwarz. Schwarz, blau, lila und gelb. Es war der Horror und rot. Und ich, also sie hielt sich weiter ihren Kopf fest. Sie hatte ihren Kopf unten und ich dachte, also wissen Sie, ihr Kopf blutete oder so. Und das war, als Danny sein Messer an meinen Hals drückte und mir sagte, wissen Sie, er sagte mir, wenn ich sie nicht auch schlage, würde er mich töten. Also zog ich es ihr aus und schlug sie nur einmal. Es war auch wirklich nicht hart. Es war eher sehr leicht. Ich hatte wirklich Riesenangst. Und dann gingen sie. Und nach ungefähr einer halben Stunde kamen sie wieder. Das war so 22 Uhr oder 22.15 Uhr. Sie kamen rein, ich war in der Küche und gab dem Baby eine Flasche, denn das Baby schlief noch. Ich gab ihr die Flasche und legte sie wieder hin. Und dann kam Nicole rein und sie sah mich an und zitterte. Und sie meinte sowas wie, jetzt ist sie erledigt, sie ist fertig. Sie sagte immer weiter, sie ist fertig. Wissen Sie, ich sagte, wovon redest du? Ich meinte, oh mein Gott, sag, dass du das nicht getan hast. Sie meinte, mach dir keine Sorgen, mach dir keinen Kopf darüber. Ich meinte, ich dachte nur, ich kann nichts sagen oder sowas. Ich dachte nur, oh mein Gott. Ich rannte in Sherrys Zimmer, nachdem ich dem Baby die Flasche gab, griff das Telefon. Danny meinte, wenn du die Polizei rufst, töte ich dich, so wie ich sie getötet habe. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich meine, wissen Sie, ich hatte so viel Angst. Ich habe noch nie jemanden gesehen. Ich habe vorher noch nie jemanden gesehen, der sowas getan hat. Ich meine, ich hatte einfach zu viel Angst. Ich weiß nicht, ich machte mir Sorgen. Ich konnte die ganze Nacht kein Auge zumachen, weil ich mir solche Sorgen machte. Es wird was passieren. Ich wurde sehr nervös, schätze ich. Während ihrer Geschichte achtet Shannon darauf, nicht nur wie ein Opfer auszusehen. Aber Sherry zu schützen bleibt eine konstante Sache in allen Vernehmungen. Sie erwähnen alle explizit, dass Sherry nicht involviert war, auch wenn sie nicht danach gefragt werden. Geben sie alle an, dass Sherry nichts damit zu tun hat. Diese Information, die Sie mir jetzt geben, haben Sie mir am Sonntag nicht gegeben. Stimmt, als wir Sonntag sprachen, hatte ich noch solche Angst. Und ich konnte mich auch nicht an alles erinnern. Ich hatte irgendwie einen Filmriss. Ich denke, es war also, weil ich nervös war und Angst hatte. Und danach sagte ich meinem Mann, ich muss Ihnen den Rest erzählen. Alles, was ich weiß. Verstehen Sie, ich kann nichts davon für mich behalten, denn ich will dafür keinen Ärger kriegen. Und ich sagte zu ihm, du musst mich dahin bringen. Verstehen Sie, als es mir heute Morgen wieder ins Gedächtnis kam. Also verstehen Sie, ich saß in meinem Zimmer und dachte, das hat sie nicht verdient. Ich muss einfach alles sagen, was geschah.
Und ich denke, ich war nervös und hatte Angst. Ich hatte einen Filmriss und erinnerte mich nur an bestimmte Dinge. Und darum konnte ich Sonntag die ganzen Dinge nicht erzählen. Aber heute kam ich her und wollte Ihnen alles sagen, was passiert ist. Okay? Also, Sie entschieden sich, Sonntag herzukommen und nicht alles zu sagen, was Sie wussten. Da konnte ich mich noch nicht an alles erinnern. Ich war... Shen, warten Sie, okay? Ich glaube Ihnen nicht, okay? Ich glaube Ihnen eher, dass Sie Angst hatten, als dass Sie sich nicht erinnern konnten. Denn Ihre Erinnerung ist jetzt ja verdammt gut, 3 Tage später. Als wir hier saßen und Ihnen sagten, dass Vera vermisst wird. Und wir sicher gehen wollten, dass es ihr gut geht, dass ihr nichts passiert ist. Und Sie hatten all diese Informationen. Also ich meine, Sie können mir nicht erzählen, dass Sie das am Sonntag alles nicht wussten. Können Sie ehrlich hier sitzen und uns erzählen, dass Sie das Sonntag nicht wussten? Als Sie uns gegenüber saßen, wussten Sie, dass sie tot ist. Und alle anderen in Ihrem Haus wussten das auch. Ist das wahr? Ja, jeder hatte seinen Verdacht. In der kurzen Zeit, in der wir in Ihrem Haus waren, haben wir keine Sekunde geglaubt, dass keiner in Ihrem Haus wusste, dass sie tot ist. Das glaube ich nicht. Sie sind jetzt hier, weil Sie wissen, dass Sie in Schwierigkeiten sind. Die Ermittler lassen Shen nochmal die gesamte Geschichte durchgehen. Diesmal sagt sie, dass Daniel und Nicole beide zugegeben hätten, Vera ermordet zu haben. Und sie ihr auch die Details erzählten. Shannon behauptete, dass Daniel und Nicole sie aus dem Haus auf die Bahngleise geführt hätten, nachdem die ganze Familie, außer natürlich Sherry, Vera abwechselnd geschlagen hätte. Mit dieser Information war es der Polizei möglich, Daniel zu finden, zu verhaften und zum Verhör zu bringen. Sie ist 17 und sie sind 21. Yo. Wir werden versuchen, sie als Erwachsene zu sehen. Sie wissen, dass das jetzt hier hart auf hart kommt. Der Fall wird zu einem schweren Mord werden, weil uns niemand das gibt, was wir brauchen. Wer wird hier am Ende dafür gerade stehen? Sie wollen das doch nicht einem 17-jährigen Mädchen alleine zuschieben. Ich meine, das sind Fakten. Wir wissen, was passiert ist. Wir haben auch eine Ahnung, warum es passiert ist. Sie müssen gerade stehen. Sie müssen endlich erwachsen werden und versuchen, ein Vater für ihr Kind zu sein. Zumindest es versuchen. Ich kann es Ihnen nicht garantieren, dass es klappt. Aber wenn Sie so weitermachen wie bisher, wird es nicht klappen. Sie gehen ins Gefängnis. Die Chancen stehen sehr gut, dass Sie in den Knast gehen. Ich mache keinen Spaß. Aber im Knast kann man gute Dinge machen. Leute machen dort ihren Abschluss. Leute lernen. Leute werden erwachsen. Sie sind 21 und haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Werden Sie eine Weile hinter Gitter sitzen? Ja. Werden Sie. Wurden Sie so wütend, als Sie rausfanden, dass Shen ihr Kind verlor? Brachte das fast zum Überlaufen? Wie werden Sie sich verhalten? Ja, ich habe es nur verloren. Was ist passiert? Alles, was ich tat, war 6-mal auf sie einstechen. Dann nahm Nicole mir das Messer ab. Und sie stach dann auch auf sie ein. Yo. Daniel gesteht sofort, dass er Vera das Leben genommen hat. Er erklärt sofort, dass Nicole ebenfalls auf sie einstach und bei der Entsorgung der Mordwaffe half. Jetzt, wo sie das Geständnis von Daniel haben, legen sie den Fokus auf die Vorkommnisse im Brooks-Haus vor dem Mord. Sie wollen beweisen, dass Sherry und der Rest der Brooks-Familie an dem Angriff auf Vera beteiligt waren. Ist irgendwas davon vor Sherry passiert? Mhm. Okay, wo passierte das? In Sherrys Zimmer. In Sherrys Zimmer ist das passiert? Yo. Okay, ist das alles in Sherrys Zimmer passiert? Ja, denn sie sitzt ständig auf der Kommode. Sie bewegt sich nicht viel, oder? Sie saß entweder in ihrem Zimmer oder in Sherrys Zimmer und starrte auf den Flur. Die nächste Stunde beschreibt Daniel die grausamen Details, die Vera von allen Familienmitgliedern erdulden musste, während Sherry alles aus ihrem Stuhl aus mit ansah. Die Ermittler verstanden, dass sie mehr Informationen brauchten und so entschieden sie, den Freund der Familie namens Alan Cap zu verhören.
Sie riefen mich an und baten mich vorbeizukommen. Das war, nachdem sie es getan hatten. Um wie viel Uhr war das? So 9. Okay, sie waren in Amandas Haus. Ja, für ein paar Stunden. Und nachdem sie es getan hatten, riefen sie mich rüber zu sich. Und was sagten sie? Sie sagten mir, sie hätten sie getötet und sowas. Wer hätte sie getötet? Zack, Danny und dieses Mädchen Nicole. Sie sagten mir, sie hätten es getan und sowas. Ich glaubte ihnen nicht. Ich saß nur da und dachte über all das nach. Und ich dachte, was, wenn das wirklich passiert ist? Weil Danny mir eine Riesenangst machte. Weil sie meinten, sie würden mich auch töten, wenn ich was sage. Sie machten mir Riesenangst, denn der Typ hat ein Tränentattoo und ich weiß, was das bedeutet. Was bedeutet das? Das heißt, dass man jemanden getötet hat. Und ich schätze, es heißt, dass man einen Gangmord begangen hat. Und ich habe keine Gang oder sowas. Deshalb macht es mir immer noch Angst. Als sie mir sagten, dass sie es getan haben und so, und wir zu dem Haus des Mädchens gingen, Dannys Schwester oder so, und ich draußen redete, wie kam sie denn dahin? Wir gingen alle zu Fuß dorthin. Okay. Als sie mir sagten, dass sie es getan haben und so, ich meinte dann, ich sage euch eins, ich war nur auf der Veranda. Nachdem wir gingen, kamen wir zurück und so. Wir tranken und sowas. Ich ging raus, um eine zu rauchen und dann schrieb ich eine SMS. Dabei hörte ich Kleinigkeiten und Stücke von dem, was sie sagten, weil sie sich unbeobachtet fühlten. Sie saßen da und sagten, Sherry und die anderen hätten Danny angefleht, es zu tun. Und dann sagten sie, dass alle Brooks, also alle von ihnen, etwas damit zu tun hätten. Ausgenommen der Vater. Sie sagten, sie hätten dem Vater dasselbe erzählt wie mir. Dem Vater? Ja, dem Vater. Und sie sagten, dass sie jeden Tag Schläge bekommen hätte, so in der Art. Und das ist auch der Grund, warum ich mich so beschissen fühle. Denn eigentlich wollte ich die Polizei rufen. Aber ich habe Angst vor den ganzen Typen, die mir sagten, sie würden mich umbringen und die sitzen auch hier. Also wenn ich hier ihnen etwas sagen würde. Sie sagten das zu ihnen? Ja. Okay, was genau sagten sie? Sie sagten, was sie taten und sowas. Und dann, wer ist sie? Zack und Danny erzählten, was sie getan haben. Und da drehte ich wirklich durch. Ich fing an zu heulen und ich... Also sie meinten, wenn ich irgendetwas sage, würden sie mich wirklich umbringen. Das wäre kein Spiel und so weiter. Bekamen sie den Eindruck, dass Zack dabei war, als sie sie töteten? Was? Ich glaube ja, denn es gibt keine andere Möglichkeit. Ich fing an zu weinen und drehte durch. Und dann, als die Jungs die Treppe hochkamen, hörte ich auf zu weinen. Damit sie halt nicht merken, dass ich Angst hatte, sagte er noch was anderes. Nein, sie meinten nur, sie haben es echt getan. Ja, er meinte das alles. Er sagte mir, dass alle in dem Haus etwas damit zu tun hatten. Der Grund, warum sie sie töteten, das sagte Zachary. Ich muss gerade sein jetzt. Zach sagte mir, Vera, wissen Sie, weil sie wohl, naja, sie habe wohl Pfefferspray genommen und es auf alle Leute im Haus gesprüht, weil sie dachte, es wäre Parfüm. Und es wäre wohl überall gewesen. Und das war dann, als sie mich anriefen. Und danach erzählten sie mir, was sie mit Vera getan hätten. Das war wohl, nachdem das passierte. Das war am Freitag, als sie mich anriefen. Er sagte, Junge, Vera hat überall Pfefferspray rumgesprüht und so. Und das Zeug wäre überall gewesen, in Mamas Lunge und so. Und er sagte das. Was dachte sie, was das war? Sie dachte, es wäre Parfüm. Okay. Er sagte, wissen Sie, dass Shannon angeblich schwanger gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich war. Aber diese Geschichte erzählten sie mir. Okay. Und durch das Pfefferspray hätte sie eine Fehlgeburt gehabt. Und das wäre der Grund gewesen, warum sie das taten. Ich glaube, sie fingen an, darüber nachzudenken, als Vera versehentlich einen Ziegelstein auf ihren Fuß fallen ließ. Und er sagte mir, was ist los, Mama? Und ich sagte, diese dreckige... Er sagte, was? Ich sagte, diese F*** hat einen Stein auf meinen Fuß geworfen. Das tut verflucht weh. Und dann schrie ich sie an, du dumme Hu... Du hast mir einen Stein auf den Fuß geworfen, du F***. Der Stein traf Sherry am Fuß. Da fassten sie den Plan, Vera auf die Schienen zu werfen. Als sie sagte, ihr müsst sie aufschneiden und auf die Gleise legen, blickte sie zu Vera, lachte und drehte den Kopf. Das passierte alles in Mamas Zimmer aus irgendeinem Grund. All die Sachen geschahen im Zimmer ihrer Mutter? Ja. Wer erzählte ihnen dieses Märchen? Sherry?
Ja, sie würden sie töten und ich hoffte, dass sie das nicht tun. Und damit wir eine Deckungsgeschichte hatten, um die Familie zu schützen. Am Ende sorgte der Ausgang des Vera-Mordfalls in der Gemeinde für große Aufregung. Die Bewohner von Findlay, Ohio konnten nicht glauben, dass die Personen, die für den Foltermord an einer behinderten Frau verantwortlich waren, mit so milden Strafen davon kamen. Daniel und Nicole wurden beide wegen Mordes angeklagt und verurteilt. Daniel bekam 40 Jahre Gefängnis. Nicole erhielt eine Haftstrafe über 23 Jahre. Ich denke sogar, sie war genauso beteiligt wie Daniel, wenn nicht sogar noch mehr. Shannon erhielt nur eine kurze Bewährungsstrafe wegen Irreführung der Justiz. Ihr Ehemann Michael erhielt 30 Tage Gefängnis, weil er die Polizei angelogen hatte. Gars und Chucky Brooks wurden ebenfalls wegen Irreführung der Justiz angeklagt und erhielten eine kleine Geldstrafe. Alle Familienmitglieder hatten eine gewalttätige Vorgeschichte, besonders Zachary. Und er wurde in zwei Fällen wegen Behinderung der Justiz zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Sherry Brooks, die in der Stadt als Strippenzieherin und die weibliche Version von Charles Manson bekannt war, erhielt 120 Tage Gefängnis wegen Behinderung der Justiz. Shannon sagte mir, dass sie Vera auf die Gleise brachten und sie dort aufgeschlitten zum Sterben zurückließen. Und Shannon sagte, sei nicht traurig darüber, sie hat es verdient. Nachdem sie freigelassen wurde, wurde sie erneut wegen eines anderen Verbrechens geschnappt. Diesmal war es Drogenschmuggel, wofür sie 40 Monate ins Gefängnis ging. Seit Veras Tod gingen Sherrys Söhne im Gefängnis ein und aus. Meistens wegen Verstößen gegen das BTMG und wegen Körperverletzung. Veras Tochter Willedin wurde eine Woche nach dem Mord an ihrer Mutter aus der Familie genommen. Sherry versuchte mit aller Kraft das Sorgerecht für sie zu bekommen. Aber als sie einsah, dass sie keine Chance hatte, drängte sie Zachary dazu, das Sorgerecht zu erhalten. Nach einer sorgfältigen Untersuchung durch den Staat, zu der eine psychische Beurteilung von Zachary, eine Hausinspektion und ein Gespräch mit Sherry und Zachary gehörte, gefolgt von einem Treffen zwischen Willedin und Zachary, bei dem Willedin hysterisch schrie und sich weigerte, in seine Nähe zu gehen, wurde den Brooks das Sorgerecht verweigert. Weniger als ein Jahr später wurde die kleine Willedin bei einer wunderbaren Familie untergebracht, die sie mit offenen Armen aufnahm. Bevor Vera starb, hinterließ sie ihrer Tochter ein kleines Geschenk, welches in der Tasche ihres Kapuzenpullis gefunden wurde. Bei dem Geschenk handelte es sich um eine handschriftliche Notiz an ihre Tochter. Darin stand: Ich liebe dich, Willedin. Du bist ein braves kleines Mädchen und ich bin stolz, deine Mutter zu sein. Mama liebt dich. Ich würde gerne eure Meinung zu diesem Fall hören. Glaubt ihr, dass die Brooks-Familie bekommen hat, was sie verdient? Oder denkt ihr, dass die Strafen nicht hoch genug waren? Bitte teilt mir eure Meinung in den Kommentaren hier drunter mit. Einige Meinungen haben wir sogar als Sprachnachricht. Und die hört ihr jetzt in der Zuschaueranalyse. Ich bin wieder gespannt wie eine Wäscheleine, was ihr dazu zu sagen habt. Hi, ich bin Nadine. Also meiner Meinung nach wird kein Mensch irgendwie böse geboren. Ich denke, böse wird man erst durch irgendwelche Umwelteinflüsse, Kontakte zu irgendwelchen Personen, durch Erziehung, durch Schicksalsschläge, wie auch immer. Aber ich frage mich echt, was der Mutter, dieser Sherry oder wie die Frau hieß, passiert sein musste, dass sie wirklich so manipulativ und ein so grausamer Mensch wird, wobei ich bei ihr fast vermute, dass sie noch nicht mal irgendwie was wirklich extrem Schlimmes erlebt hat, sondern einfach wirklich nur vielleicht vom Leben enttäuscht ist, von Männern, weiß der Geier was. Aber ich schätze jetzt mal nicht, dass sie selber ein Opfer von häuslicher Gewalt oder sonstigem oder irgendwas dergleichen geworden ist, dass sie dann jetzt zu dem Menschen gemacht hat, der sie jetzt ist. Auf jeden Fall ist es eine wirklich traurige Geschichte, dass man einen behinderten Menschen, ja, so und so erniedrigt. Ich denke mal auch, dass das schon länger lief. Jetzt nicht nur, ich sag mal, der Vorfall war jetzt wahrscheinlich der Höhepunkt. Die haben sich natürlich kein gutes Beispiel genommen an dieser Sherry. Und das Strafmaß finde ich allerdings total fraglich. Also da ist ja jetzt im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja niemand für diesen Mord verantwortlich gemacht worden. Die haben ja alle nur, ich glaube, der Zachary war der Höchste, der 4 Jahre bekommen hat. Und das ja aber auch nur wegen Falschaussage oder Täuschung der Polizei. Also das ist mir wirklich ein Rätsel. Und ja, schade, ne, dass die eigentliche Strippenzieherin davongekommen ist und ja, dann für Betäubungsmittel, Schmuggel eine höhere Strafe bekommen hat als für alles andere. Einen wunderschönen guten Abend zusammen, vor allem dir, Übersetzer. Du bist der beste, der coolste Übersetzer in Deutschland. I love it. Mach weiter so. Und nun zu dem Fall. Der Fall war super. Hallo, mein Name ist Stefan.
Ich habe mir den Fall auch angeschaut und muss sagen, dass ich total entsetzt darüber bin, wie viel Grausamkeit dahinter steckte und wie skrupellos Menschen eigentlich sein können. Man kann wirklich nur hoffen, dass Menschen, die sowas tun, irgendwann ihre gerechte Strafe erhalten, von wem auch immer. Und die Opfer, die solchen schrecklichen Dingen ausgesetzt sind, die können einem einfach nur leid tun. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Hallo, hier ist die Niki. Also für mich ist es einfach beschämend, herzlos und furchtbar brutal. Es ist so entsetzlich traurig, dass die Vera keine schöne Kindheit hatte und durch den Missbrauch ihres Vaters damit durch eine geistige Behinderung hatte. Damit war sie schon gestraft genug. Dann hat sie endlich eine Beziehung, dann kommt es zur Schwangerschaft und dann beginnt Teil 2 der Hölle auf Erden mit Demütigung, Gewalt. Und sie erlebt das Leben einer Sklavin. Das finde ich so schlimm. Das ist mit Worten gar nicht zu beschreiben. Die Strafen für diese Tat, also ist meines Erachtens auch wirklich definitiv zu wenig. Denn man hat sie ja noch sehr lange ihrem Schicksal überlassen, da sie einfach liegen gelassen wurde. Und sie verblutet es. Also für mich ist das eine ganz grausame Vorstellung. Ja, zu der Manson Family kann man nur sagen und hoffen, dass die sich nicht mehr vermehren und dass das Karma zurückschlägt. Ja, für den kleinen Engel freue ich mich ganz besonders, dass sie eine liebevolle Familie hat, dass er wirklich ihr Leben genießen kann und dass er mit diesem ganzen furchtbaren nichts mehr zu tun hat. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Juhu, hier ist die Julie. Also wegen dem Fall. Also ich bin einfach nur fassungslos. Menschen sind einfach die wahren Monster. Ist einfach so. Da fehlen mir echt die Worte. Wieder mal. Also ich verstehe auch nicht, warum der Freund von der, der keine Anstalten macht, um der zu helfen oder irgendwas. Weiß ich nicht. Also da ist ja irgendwas wirklich im Argen, dass die Mutter da wirklich extrem Einfluss auf die gesamte Familie hat. Den Grund verstehe ich eigentlich gar nicht so richtig. Weil die mit Pfefferspray rumgesprüht hat. Ich weiß gar nicht, kann man da ihr Kind verlieren? Das macht mich gerade ein bisschen sprachlos. Ja, und dann, dass die und die anderen oder die Mitbeteiligten hier da nichts sagen. Gut, ich kann mir dann vorstellen, dass die extrem unter Angst gelitten haben, wenn die da bedroht werden oder irgendwas. Ich kann doch da trotzdem zur Polizei gehen. Oder ist halt irgendwas anderes, die stecken mit drinne, wie gesagt, was halt, denke ich, auch der Fall ist. Hallo, ich bin's, Tanja. Also, meine Meinung zu dem Fall 21 ist, ich habe versucht, Bilder tatsächlich komplett auszublenden, habe die Augen zugemacht, habe mir das einfach nur angehört. In meiner Vorstellung war die Geschichte ziemlich gruselig. Dunkel, unordentlich, unsauber, unempathisch und einfach gestrickt. Also ich habe den Eindruck, dass die Täter alle sehr einfach gestrickt waren. Und die Strafen waren definitiv nicht hoch genug für die Mittäter waren, aber eben nicht die Mörder waren, sozusagen. Ich finde es immer wieder sehr erschreckend, wie Menschen einem anderen Menschen so etwas antun können. Es tut mir unendlich leid für das Opfer, dass sie von dem Regen in die Traufe gekommen ist und im Grunde genommen dort ein wirklich unbarmherziges Ende gefunden hat. Ich hoffe, dass das Baby in gute Hände gekommen ist und dass das Baby oder jetzt mittlerweile das Kind ein friedliches Leben führen kann. Und die Strafen, wie gesagt, die fand ich viel zu lasch, viel zu lasch. Und ich finde, da hat auch wirklich der Staat versagt, weil ja wohl schon viele Kinder auch aus der Familie rausgenommen wurden wegen Ja, da finde ich das immer sehr schade, dass bei solchen Geschichten der Staat nicht mehr Handhabe hat. Okay, das war meine Analyse. Bis dann. Ciao. So, und jetzt kommen wir noch zu einem Zuschauer, der seinen eigenen YouTube-Kanal hat, nämlich der Callcenter Crusher.
Sein Kanal ist Übersetzer geprüft und für gut befunden. Der Callcenter-Crusher legt mit seinen Kumpels aus der Scam-Abwehr- und Reaktionsgruppe, kurz SAG, Scammern das Handwerk. Und das auf äußerst witzige und unterhaltsame Art. Also, lieber CC, was denkst du über den Fall 21? Hallo, liebe True-Crime-Fans. Ich bin der Callcenter-Crusher und habe sehr oft mit Kriminellen zu tun. Natürlich habe ich auf meinem Kanal eher mit Finanzbetrügern zu tun, als mit direkten Mördern, aber dafür in größerer Menge. Trading-Betrug passiert eher im Verborgenen, wenngleich der Schaden im Bereich Deutschland, Österreich und Schweiz im Milliardenbereich pro Jahr liegt. Auch wenn man durch das Kamerabild in der Draufsicht keine Mimik und Gestik erkennen kann, so merkt man doch nach und nach, dass nur zugegeben wird, was die Polizei schon weiß. Ein typisches Verhalten. Ich kann eher meine Sicht der Dinge schildern, da für eine Analyse mehr Fakten erkennbar sein müssten und ich auch kein forensischer Psychologe bin. Ein Filmriss, an den man sich nach 3 Tagen plötzlich wieder erinnern kann, ist völlig unglaubwürdig. Auch die gespielte Angst oder ein Nervenzusammenbruch ist keine Begründung, sich gegen jegliche Menschlichkeit zu verhalten. Meiner Ansicht nach ging es die ganze Zeit nur darum, diese unsoziale veranlagte Familienstruktur zu schützen. Allein die Aussage, ich dachte, es wäre ein Parfüm, ist doch wirklich hanebüchend. Man kann klar erkennen, wer da die Fäden in der Hand hält und wenn diese Frau versucht, ihre Scharade damit zu rechtfertigen, dass man ihr einen Stein auf den Fuß geworfen hätte, mal ehrlich, wer erwartet von so einer Frau noch reflektiertes Verhalten? Für das Verhalten dieser psychopathisch veranlagten Familie wäre vielleicht weitaus höhere Strafen angebracht. So ein Horrorhaus gab es ja auch in Deutschland, zu finden unter das Horrorhaus von Höxter im Internet. Ich bin froh, dass es auf meinem kleinen Kanal eher darum geht, potenzielle Opfer zu schützen, wovor die auf zwielichtige Angebote eingehen und die gefundenen Webseiten und Geldwäscher an die Behörden zu senden. Die Geldwäscher bekommen eine Strafe und die anrufenden Betrüger können in der Zeit, in der sie möglichst lange mit mir telefonieren, wenigstens keine anderen Menschen betrügen. Das war's für mich. Bis bald, euer Callcenter-Crusher. Vielen Dank an alle Zuschauer für eure Meinung, für euer Zuschauen und einfach mal ein Riesendanke, dass es euch gibt. Bis zum nächsten spannenden Fall vom Übersetzer.